Liebe Freunde und Förderer unseres Radios, ich freue mich jetzt, dass es endlich für mich Urlaub ist, die Urlaubszeit gekommen ist. Wir hatten zwei harte Marathonläufe hinter uns. Der Mariathon, wo ja das Wort Marathon schon selbst in der Verballhornung von Maria und Marathon enthalten ist. Und natürlich dann auch die Tage der offenen Tür im Juni vor einigen Wochen in Balderschwang. Beides hat das Team und mich sehr viel Kraft gekostet. Es war aber auch schön, bei beiden Ereignissen das Wohlwollen und die Liebe so vieler Menschen zu spüren. Ich denke an Pater Anselm Kamamo aus Kenia, der uns auch weiterhin durch das Gebet des Rosenkranzes verbunden bleibt. Also es sind auch bleibende Früchte, die wir von diesen Tagen haben. So viele Menschen haben auch Ermutigung und Kraft für ihr eigenes Glaubensleben mitgenommen. Balsam für Ohr und Seele. So der Titel eines Aufsatzes in der Deutschen Tagespost. Bischof Dr. Konrad Stars aus Augsburg war auch dabei. Er hat bei seiner Ansprache gesagt, es ist das Engagement der wenigen, die viel bewirken in der Verkündigung des Glaubens und in der Begleitung der vielen in unserer Diözese, das ich schätze. Weiter führte er aus, früher war mir Horeb etwas exotisch. Dieses Engagement der wenigen, das ist sehr, sehr hoch zu schätzen. Man muss sich schon näher damit befassen und eine Beziehung aufnehmen. Ich freue mich natürlich über die anerkennenden Worte meines Bischofs. Wenn Sie die Predigt unseres Bischofs Dr. Konrad Starsa, die Grußworte der Ehrengäste, Dr. Vittorio Vicardi, Präsident der Weltfamilie von Radio Maria, Anton Klotz, unser Landrat, und Konrad Kienle, unser Bürgermeister, sowie meine Ausführungen hören wollen, können Sie das gerne tun. Sie können über Podcast es nachhören oder über CD bestellen. Immer wieder wird auch die Frage gestellt, was Radio Horeb bewirken kann. Wir sind ja nicht direkt vor Ort bei den Menschen. Es ist trotzdem möglich, sozusagen durch Fernwärme, wie es jemand einmal ausgedrückt hat, die Wärme des Glaubens zu vermitteln, den Glauben weiterzugeben. Der frühere medizinische Direktor der Adula-Klinik, Dr. Godehard Stadtmüller, der auch einer der geladenen Gäste am Tag der offenen Tür war, hat ausgeführt, Radio Horeb ist vergleichbar mit dem barmherzigen Samariter. Dieser hat den Job auch nicht selbst erledigt. Er hat den Verwundeten bei der Herberge abgeliefert und ihn sozusagen in professionelle Hände gegeben. Ähnlich sei es mit Radio Horeb. Wir können sozusagen die Menschen am der Straße des Lebens, wo sie sich verloren haben, auflesen, ihnen Ermutigung und Kraft geben, aber dann muss es natürlich auch vor Ort weitergehen. Ein schöner Vergleich, eine große Hilfe auch, unseren Dienst richtig zu verstehen in diesem Bild des barmherzigen Samariters, das ja gleichsam etwas Archetypisches geworden ist. Nochmals zum Schluss meine Bitte, sich zu überlegen, ob Sie bei Team Deutschland nicht mitmachen wollen. Herzliche Einladung dazu. Eine Zuhörerin hat mich kürzlich gefragt, ja, wozu brauche ich denn das überhaupt, Team Deutschland? Ich lege ja sowieso das Programm schon aus. Da freuen wir uns natürlich darüber und bitten Sie, dass Sie diesen Dienst auch weiterhin tun. Aber es gibt vieles andere, was Sie tun könnten. Haben Sie zum Beispiel an einen Aufkleber am Auto gedacht? Oder in der Nachbarschaft ist eine große Klinik. Warum es nicht dort in die Hausanlage einspeisen? Es wird dort außerordentlich segensreich. Natürlich müssen Sie da einiges beachten. Oder Sie sind irgendeinem Club, in einem Verein, in einem Gebetskreis und möchten das Radio vorstellen, wissen aber nicht, wie Sie es tun sollen. Wir haben die Materialien dazu, wir schulen Sie. Natürlich muss man da etwas lernen und die wichtigsten Argumente kennen. Man muss auch fähig sein, auf Einwände Antwort zu geben. Aber das ist alles lernbar. Und keine Angst, es ist nicht Ihre Aufgabe, den Glauben weiterzugeben. Dafür haben wir Profis, die das gelernt haben, die studiert haben. Es ist ihre Aufgabe, das Radio bekannt zu machen. Und das ist etwas anderes. Es ist ein Dienst, der so unvorstellbar wichtig ist. Sie hören ja immer wieder, wenn Sie Radio Horeb kennen, wie dankbar die Menschen sind. Aber es sind noch viel zu wenige. Das Radio kann jetzt dank der Digitaltechnik in 90% unseres Landes gehört werden. Aber die Erreichbarkeit, die Hörbarkeit ist das eine und das Wissen um das Radio das andere. Wir bitten Sie herzlich, uns zu unterstützen. Werden Sie Mitglied im Team Deutschland. Melden Sie sich bei Claudia Wieland. Sie wird Ihnen das Weitere sagen. Wenn Sie jetzt den Urlaub noch vor sich haben, alles Gute, Gottes Segen und jenen, die ihn leider schon hinter sich haben, einen guten Einstieg wieder in die Arbeit. Ihr Pfarrer Kocher.